Und weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flags. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Gouverneur Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie ihr sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cochran auch mit. Was hat er nur vor? Ausschwärmen, Männer! Und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Ei, doch der König hat sich als das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Wir sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Gouverneur. Ihr seid auf Seiten. Ich hoffe, dass ihr euch Wort für Wort an sie halten. Können mich mal. Viele Männer sind auf jeden Fall nicht mehr übrig von ihnen. Ihr da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los! Commodore Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Gouverneur. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Commodore! Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät, und ich treffe alle Entscheidungen. Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Seit wann haben wir denn hier eine Festung? Stimmt, das sind ja nicht auf meiner Insel. Das sind die Karten, Commodore. Sind bereit. Gouverneur Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. So ein hinterhältiger Bastardfahrer verrät uns an die Krone.
Das wird dann auch teuer zu zahlen bekommen. So einfach machen wir es ihm nicht. Natürlich fängt es an zu regnen. Hier? Ja, da geht's hoch. Schöne Aussicht, sehr schöne Aussicht. Ja, und jetzt hier hoch. Gleich hast du es geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Yeah. So sieht das aus. So, du verpiss dich mal. Okay, drei Wachen umnieten, die an Vorsprüngen sind. I'll have your life. I've got a shot on the run. I've got a clear shot. Hui! Ernsthaft, ich hab das überlebt. Lol. Wieso hab ich das denn jetzt überlebt? Alter, ich bin so weit runtergefallen. Aber ich will mich nicht beschweren. Ist gut, dass ich nicht gestorben bin. So, jetzt klettern noch ein bisschen hier weiter. Ja, wunderbar. Dann muss ich dort ein bisschen anders vorgehen. Ernsthaft? Es ist jetzt kacke. Hohoho. Nee, es geht auch nicht. Schade. Ja, und jetzt kommst du zu mir. Ja, nein. Dann eben so. Wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee jeglichen oder jegliche Piraten oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Forts, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten, und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. So ein mieser Verräter. Hup.
denn für eine Alarmglocke? Der hätte ja aber auch Vorstellung. So, erstmal den einen Auftrag hier schön absolvieren. Obwohl, geht der hier? Nee, der geht einen weiter. Das habe ich schon mal geschafft. Aua. So ein mieser Kerl. Oh, da sind gleich mehrere Leute. Müsst wird mich schon jetzt hier gesehen. So. Interloper, raise the alarm! Hurry up, lads! He's trying to play us! Christ, there he is! He's over there, mate! Ja, boom! So, welche Alarmglocke denn? Ich könnte wetten, die sehe ich hier noch nicht mal. Interloper, raise the alarm! Fuck! Ja, die Alarmglocke wurde ausgelöst. Also muss sie irgendwo da unten sein. Hm, obvious. Erklären wir hiermit, natürlich, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Oh, dammit. Ich würde gerne wissen, wo hier die Alarmglocke ist. Do as he says. Hold right there. Zack, und weg damit. Hier oben ist er auf jeden Fall nicht. Da ist er. Scheiße. Da. Okay. Ja, ich hätte jetzt sowieso keine Chance mehr, das zu schaffen, aber jetzt weiß ich, wo die Glocke ist. Die ist ungefähr beim Brunnen. Und erklären wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt,
oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen Alter. Und anderer Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Genau das dachte ich mir. Ich muss irgendwie in den Busch reinkommen. Jetzt. Und sabotieren, oh yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der muss jetzt weg. Der nervt. Ja, nach und nach werden hier alle weggehen. Soll ja schön einfach werden, die Sachen zu stehlen. Oh, fuck. Shit! Alarm! Alarm! Ja, mach du nur. Ah, ich bin zu weit weg, ne? Ja. Okay. Komm ich denn da? Ah, da könnte ich wieder hochkommen. So. Nee, ich würde nur aufmerksam machen. Ah, kacke. Von beiden Seiten ist blöd. So, das müsste aber nah genug sein. Jetzt müsste er nur noch hier an die Stelle kommen. Wunderbar. Oh. Aua. Ah, das haben die nicht gehört. Ich will unbedingt den Erfolg noch haben. Den Bonus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt hier noch so mache. Weil sonst hätte ich mit Sicherheit schon längst fertig sein können. Unnötig.
So, jetzt aber. Was? Ernsthaft? Ernsthaft? Wir sind es euer Ernst. Wieso konnte der mich denn jetzt sehen? Das ist echt ein schlechter Scherz. Wie kann ich denn hier nirgendwo hoch? Ist doch bestimmt deine Schuld. Sehe ich auch so. Gut, dass wir uns da einig sind. Gut, ich würde ausführen da kurz noch hochklettern und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss.